Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fahrenheit, einem uralten Spiel, was sich aber echt nur lohnt zu zocken. Ich habe mir gedacht, wir nehmen heute eben Lucas Kane dran, der Friedhof, mal gucken, was man hier so machen muss. Denn wie gesagt, 10 Jahre sind seitdem vergangen. 10 Jahre. 10 Jahre sind seit dem Autounfall vergangen, der mich meiner Eltern beraubte. Ich habe ihren Verlust nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspürte ich das Bedürfnis, ein wenig an ihrem Grab in mich zu gehen. Aha, gehst du im Grab, also am Grab, in dir? Finde ich sehr gut, aber es ist noch spannend. Bei ihm sind jetzt 10 Jahre her, seit sie gestorben ist, so. So die Eltern. Und bei mir sind es jetzt 10 Jahre her, seit ich das Spiel gezockt habe. Ist echt cool. Schön, dass du da bist. Aha, weiter sagst du nichts, oder was? Muss ich jetzt noch die Blumen draufhauen? Oder, ach ja. Dann, hier hast du die Blumen, Mutter und Papi. Bei Beerdigung kann ich nie ernst bleiben. John und Mary Kane. Lukas? Komm schon, Lukas, spiel doch mit. Du kannst doch nicht ewig nur in der Ecke sitzen bleiben. Lukas. Lukas, kommst du? Ich hab keine Lust, Markus. Lass mich in Ruhe. Ich bin es langsam leid mit dir, Lukas. Du willst immer allein sein. Du redest mit niemandem, du spielst mit niemandem. Ich frag mich langsam, ob du nicht verrückt bist. Du bist echt komisch. Ist das schlimm? Komm schon, tu mir den Gefallen. Spiel wenigstens dieses eine Mal mit. Spielen wir Verstecken? Wir könnten zur Halle 4 gehen. Vergiss es! Du weißt doch, dass wir da nicht rein dürfen. Ja und? Wir können durch das Loch im Zaun schlüpfen, wie letztes Mal. Uns sieht schon keiner. Und dann gehen wir durch die Hintertür in die Halle. Gute Idee. Gehen wir. Kommst du auch mit, Lukas? Ach, nö, ich darf trotzdem nicht reden. Oder hat er gerade einen Flashback? Ja, hat er. Einen doppelten Flashback. Oh. Ich darf hier gleich Quicktime-Event volle Möhre abliefern. Aha. Das muss ich also alles machen, um zu ihnen zu gelangen. Halle 4, sie wird Feuer fangen. Aha. Die anderen werden in der Falle sitzen. Schnell, ich muss jemandem Bescheid sagen, um sie zu retten, bevor es zu spät ist. Keine Sorge, wir kommen. Ob man jetzt hier alle rettet oder nicht, ist, glaube ich, für die Story irrelevant. Aber wir müssen hier alle Leute rausbringen. Egal auf welche Art und Weise. Hauptsache schnell. So. Zum Glück habe ich das schon gespielt. Sonst wüsste ich jetzt nicht mehr, wie ich das genau anpacken muss. So, jetzt neben den Wachen vorbei. Komm schon. Schön in den Graben reinlaufen. Ich kann die Pappeimer nicht gebrauchen hier. Okay. Ist dort einer? So ein Vogel? Jo, ist der. Wo ist das Scheißloch? Ich glaube da drüben. Ja, ja, mach mal. Dort kommen wir garantiert nicht rein. Aber hier sollte es irgendwo ein Loch haben. Wie wir gesehen haben. Nur die Frage ist, wo? Vorhin habe ich noch ein cooles Feedback erhalten. Heute am Sonntag. Sehr nice. Hab mich tierisch drüber gefreut. Auch wenn es kein positives gewesen wäre,
Hauptsache Feedback, Leute. Denn nur so kann sich ein YouTuber weiterentwickeln, wie ich ja sagen würde. Ist hier nicht irgendwo ein Loch? Hallo? Bin ich am Loch vorbeigerannt? Ja, na klar. Wie ein Vollprofi bin ich dadurch. jetzt geht's mal. Oh Gott, ne. Jetzt muss ich perfekt heim zur Halle. Zu Halle 4, ne? Keine Sorge, das schaffen wir. Na, na los, na los, na los. Wir müssen dort gleich schön drüben hin. Aber schön gediegen. Jo, wir haben es geschafft. Rekordzeit für mich. Bei den anderen Versuchen hat es mich immer erwischt. Aber jetzt easy in diesem Backflash. Sehr cool. Mit Y könnte man noch die Karte genau angucken. Kann sie euch mal zeigen. So kann man genau feststellen, wo man ist. Und jetzt sind wir in diesem Reaktor drinne. Oder in dieser Anlage. Du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus. Die Halle wird explodieren. Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus. Sie explodiert gleich. Ich suche noch nach den anderen. So, jetzt kommt die Scheißarbeit mit dieser Scheißwinkelansicht. Und so soll man jetzt alle Leute suchen. So, jetzt... Nö, jetzt hat man wieder so eine Scheißansicht. Und man sieht wirklich die Leute nicht. Zum Teil. Hallo? Jetzt bitte geh. Ich habe hier keine Zeit zu verlieren. Da hinten hat sich keiner versteckt. Hier hinten vielleicht. Nö, da hinten kamen wir her. Hallo? Wir haben nicht allzu viel Zeit, Leute. Das wisst ihr, oder? Ah, ist da nicht einer? Oder eine versteckt? Hallo? Ja, ich habe einen entdeckt. Was willst du hier, Lukas? Geh raus. Wir spielen nicht mit dir. Du musst hier raus, Kurt. Die Halle wird explodieren. Erzähl doch nicht so einen Stuss. Du bist ein Schwachkopf, Lukas. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Dann erzähle ich ihr eben, was du hier alles treibst. Was? Meine Mutter? Wenn du ihr ein Wort davon erzählst, bist du erledigt. Wir sprechen uns noch, du Depp. Diese Antwort ist am schnellsten, sonst labert ihr tonnenweise Zeug ans Ohr. Definitiv. Und er lässt sich nicht überzeugen oder so. Ist leider traurig, aber wahr. Dort hinten scheint niemand zu sein. Dann gehen wir jetzt noch die Treppe hoch. Vielleicht ist jemand dort oben. Ach Gott, komm schon. Die eklige Steuerung hier. Kein Wunder, findet man hier nie alle. Hallo? Da hinten ist doch wer. Du willst mich doch verarschen. Die wollen das hier, Leute, krepieren. Sagt es doch einfach. Leute. Denn man hat so wenig Zeit, um alle zu finden. Hier, Lukas. Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Immerhin 2 von 3 gerettet. Der andere muss wohl sterben. Denn wir kommen ja selbst nur noch so hier raus. Seht ihr? Aber immerhin 2 von 3. Supi. Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich habe alles versucht, Markus. Ich konnte sie nicht mehr alle rausholen. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist, ich weiß nicht wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas,
Alles in Ordnung, Lukas? Lukas, hörst du mich? Ich habe mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Oh ja, das hoffe ich auch. Und ich denke mal, Lukas Kane hat gerade Haki aktiviert oder so. Das Vorhersehungshaki. So, Carla Valenti. Ist egal, wen wir nehmen. Aber ja, das Einzige, was sich ein bisschen ändert, ist die Sichtwahl. Und wir nehmen Carla Valenti. Aber es ist nichtsdestotrotz, dass wir beide trainieren müssen. Der Autopsiebericht hatte mich die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hatte er nur noch neue aufgeworfen. Ließ der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hatte mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum? Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay. Wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Okay, jetzt während den Übungen werde ich aber nicht sprechen, da sonst ihr alles hören würdet, wie ich teilweise hier rumhantiere. Beim ersten hier mache ich es jetzt noch, damit ihr es mitbekommt vielleicht, warum ich das dann gleich rausmache. Wenn es euch nicht stört, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber ich halte es nicht für sonderlich klug. Hier irgendwie noch eine Übung und ich bin soweit. Dabei zu sein, also wenn man das im Hintergrund hört, ne? Was? Milch kann man trinken? Cool. Dann steigere mal deine Laune noch weiter, falls du das noch kannst. Nö, neutral ist cool. Passt auf jeden Fall. Warum gibt's eigentlich nicht hochzufrieden? Neutral klingt irgendwie so scheiße. Jetzt noch diese Übung. Mal gucken, was ich da machen muss. Auch nicht schon wieder. Das heißt so halten und einfach mal links, rechts. Cool. Und wie lange müssen wir das durchhalten? Ist es so, ach sicher bis 10, oder? Oh Gott, ich hoffe, der Ton ist nicht allzu hart drauf. 9. Was? Ich weiß, dass ich mehr drauf habe. Was zur Hölle? Also ich schalte es mal kurz ab, damit ich Gas geben kann. Erneut versuchen. Bis gleich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, das reicht. Ab in den Boxring. Will die mich verarschen? Ab in den Boxring? Ich bin ja jetzt schon außer Atem, alte Kuh. Und das nur von diesem Scheiß. Ich nehme mir lieber mal den Bonus hier. Leck mich, Kuh. Und das gleiche soll ich jetzt noch mit dem Tyler machen oder kann ich jetzt schon in den Boxring? Wollen wir? Hey, warum so eilig? Ich wärme mich noch ein bisschen auf und dann können wir. Ja, nee, ist klar. Wie gesagt, jetzt darf ich das Ganze normal machen. Ich glaube, zuerst fängt Themen auf einfach an und dann wird es immer schwieriger. Hier kann ich noch dran lassen, glaube ich. So. Die ersten 10 kann er easy. Glaube ich zumindest. Und dann wird es erst kritisch.
Aber hier sollte es noch ungefähr reinhauen. 6. Also 6 hat er schon. Schaffst du die 7? Na los! Ey, ich werde langsam müde, Junge. Noch von deiner Partnerin. Ah, oh, ey, alte. Alte Kuh, geh liegen. Das schaffe ich. Na? Voller Körpereinsatz. Na? Na? Na, 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 na. Na, komm schon. Du willst mich doch verarschen. Oh Gott, nee, oder? Nochmal. Oh. Dann werde ich wieder mal kurz gepflegt die Schnauze halten. Bis gleich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ja, heute bin ich in super Form. Noch eine Übung und ich bin soweit. Und noch eine Übung und ich muss ins Krankenhaus oder so. Oh, scheiß doch die Wandern. Alter Gilligen. Oh, meine Fresse. Was muss man hier machen? Kann man hier nichts machen? Halleluja. Ich möchte mal noch eine andere Trainingsmethode ausprobieren. Oder ist es mit Jacob oder wie. Nee, Tyler hier nicht möglich? Jacob Tyler. Nee. Jetzt kommt mir Mass Effect in den Sinn. Typisch. Aber nee, jetzt darf ich noch mit dem Liegestütze machen. Oh Gott, bis gleich. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool, jetzt geht's ab. Das war jetzt irgendwie einfacher. Aber da du uns so viele Scherereien beschert hast, will ich mit Carla Valenti gegen dich antreten. Gentlemen, willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigten Carla Valenti. Wag du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rumalbere? Aber klar doch. Ne? Jetzt kommen wir mal zum gemütlichen Teil hier. Oh yeah, Tyler. Mach dich auf eine saftige Abreibung gefasst. Diese Stelle gefällt mir am liebsten. Oh yeah. Auch wenn ich ein paar Mal gefällt habe. Easy, geplättet. Dich schaffe ich doch zu null, Alte. Also, Alter. Aha. Na? Fallest du gegen ein Mädchen? Geh dich schämen. Tja, wenn du dich schon von der Frau auf die Nase hauen lässt, dann hast du echt ziemlich nichts verloren in dieser Crew. Siehst du? Ich verliere nie. Oh, wow. Na warte, das gibt dann noch Revanche.
Tja, ein 6 zu 1. Na? Und tschüss. Siehst du langsam Sterne? Möchtest du noch eine Runde auf die Fresse kriegen? Ich denke nicht, aber ich lasse dir keine andere Wahl. Das war das 9. Mal, dass ich dich geklotscht habe. An die nächste Wand gleich. Ach nee, das 8. Mal erst. Aber das habe ich gleich korrigiert. Und jetzt der spannende Teil nochmal. Und ui. Bumm. Geh liegen, Tyler. Wahnsinn. Wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Noch eine Runde? Okay, du Grünohr, wenn du so masochistisch drauf bist, nur zu. Definitiv. Wenn er noch eine Tracht Prügel haben möchte, dann bekommt er die. Und tschüss. Das war Nummer 1. Wie gesagt, ich schlag den jetzt zu 0. Sonst höre ich hier nicht auf. Tiddle. Gelegen, Alter. Ne? Ich hoffe, dein Ego kann das ab, dass du von einer Frau geplättet wirst. Schon das 3 zu 0. Komm, steh auf. Touchy touch an dein Po. Na los. Das war der Tritt, der dir eigentlich das Genick brechen sollte. Aber okay. Wenn du unbedingt drauf stehst, dass deine Knochen brechen, dann viel Spaß. Das gibt ebenfalls einen Tritt in deine Fressleiste. Das 5-0. Na, wir sind immer noch quietschideal. Bei uns passiert gar nichts. Nicht mal die Ausdauer geht flöten. Und der liegt hier immer wieder mal ab. Also sowas mag ich ja. Hier unterliegt klar das stärkere Geschlecht maßlos. Oh yeah. Und das immer noch zu 0, mein kleiner Jacob. Oder besser gesagt, Taylor. Wie komme ich immer auf Jacob? Geht ja mal echt nicht klar. Na los. Geh liegen. Und das war's. Zu 0. Wahnsinn. Wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Oh Mann, das ist auch nichts Neues, schade. Dann könnt ihr mal aufhören zu quatschen, danke. Nö. Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Ja, vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott. Ich denke ja schon, aber hey. Polizeiwache oder Polizeiwache, ja, ist jetzt egal. Wir machen das gleich noch hinterher. Da es dasselbe ist eigentlich, nur in grün sozusagen, auf Indiziensuche. Und, wie kommen Sie mit dem Mordfall im Restaurant voran? Wir haben mehrere Spuren, aber noch keinen Verdächtigen. Es gibt da sehr seltsame Ereignisse in diesem Fall. Es war wohl kein vorsätzlicher Mord, aber auch kein Raubmord. Und Ihre Theorie? Es spricht einiges für einen Ritualmord oder eine mystische Trance. Die Wahl der Waffe, die Selbstverstümmelung des Mörders, die Art des Einstechens auf das Opfer durch präzise Stiche ins Herz, sieht ganz wie ein religiöses Opfer aus. Vielleicht ein Satanist oder was derartiges.
Glauben Sie, dass er erneut zuschlagen wird? Wohl kaum. Der hat fürs Erste sicher Muffe gekriegt. Er weiß, dass er diesmal Glück gehabt hat. Aber ein zweites Mal kommt er nicht davon. Der wird sich vorerst verkriechen und eine Weile nichts von sich hören lassen. Ich will diesen Geisteskranken schnellstens hinter Schloss und Riegel sehen. Egal mit welchen Mitteln. Und? Wie geht's weiter? Du fragst bei den umliegenden Krankenhäusern nach, ob sie Stichwunden versorgt haben. Und bei den psychiatrischen Anstalten, ob sie in letzter Zeit irgendeinen Patienten entlassen haben, der zu sowas fähig wäre. Okay, sonst noch was? Ja, das Buch aus dem Restaurant. Garrett hat es dir hingelegt. Versuch, irgendwas rauszuholen. Okay, ich mach mich sofort an die Arbeit. Und was machst du? Ich muss da was überprüfen. Okay, Carla Valenti muss das überprüfen. Ich mich zurückerinnern kann, oh nee. Ich in engen, geschlossenen Räumen in Panik geraten. Ich krieg keine Luft mehr und hab nur einen Gedanken. So schnell wie möglich hier raus. Ich weiß sehr wohl, wie man das nennt. Platzangst. Nun, ich hatte beschlossen, mit allen Mitteln gegen meine Angst anzukämpfen. Ich musste es versuchen. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Keine Panik. Ich atme tief durch und gehe so lang ohne stehen zu bleiben weiter, bis ich den Computerterminal finde. Jetzt kommt die schwierigste Aufgabe. Hier ein Video rauszusuchen aus der Fallakte Kirsten. Hier muss irgendwo ein Schalter sein für Licht. Wo denn? Ja, das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur den Lichtschalter irgendwie suchen, machen, wie auch immer. Sehr cool. Ah. Um Carla atmen zu lassen, müssen der Schalter links und der Schalter rechts abwechselnd gezogen werden. Damit Carla ruhig bleibt, muss der Zeiger in der Mitte der Anzeige gehalten werden. Oh Gott, ne. Hallo? Ach, nö, nö. Ich hab vergessen zu drücken, Mann, bin ich doof. Ich muss hier raus. Nö, musst du nicht. Das schaffst du schon. Ich versuch's später. Ich werde meine Angst beherrschen. Ja, du wirst sie beherrschen. Keine Sorge, ich helfe dir. Das ist die zweitschwierigste Stelle im ganzen Game. Keine Sorge. Also, neben dem ganzen Trainingsgedöns. Ich hatte ein bisschen Sorge, hier, dass nicht alles so klappt, wie ich es möchte. Aber es sollte so klappen, da ich hier machen kann, wie ich wirklich möchte. Cool. Sehr nice. Tut mir jetzt leid, wenn ich mich nicht gerade so befassen kann, mit irgendwas reden. Weil, ja. Wie ihr seht, bin ich hier gerade ziemlich in der Scheiße. Ich muss mich ziemlich konzentrieren. Hallo? Ich bitte dich, in der Mitte zu bleiben. Jetzt wird es für euch spannend, ob ich schaffe oder nicht. Nee, nee! Bist du dumm? Warum machst du das immer? Dreh's nochmal zurück, bitte. Dankeschön. Danke. Und jetzt würde ich doch mal behaupten, ey, was ist das? Ey, gehst du mal? Oh Gott, die Steuerung damals war ja noch echt heftig. Aber das Spiel an sich ist echt heftig geil. Das kann ich nur empfehlen, sonst würde ich es jetzt nicht mehr zocken. Sonst würde ich es in die nächste Ecke schmeißen. In den 90ern, oder wie? Was war das? Warum drehst du dich die ganze Zeit? Bist du dumm? Stromausfall. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich habe alles unter Kontrolle. Hallo. Ey, wisst ihr, ich mach gar nichts.
Was ist denn das für eine Scheißsteuerung? Oh Gott. Aber wenn ich das hinkriege, bin ich Gott, in diesem Spiel. Hallo? Ihr seht, es ist nicht einfach hier was zu machen. Oh Gott, ich möchte zu dem Lappy, ob der funktioniert oder nicht. So, als würde es mich die ganze Zeit von dem Spiel weghalten, Gott verdammt. Jetzt gerade ist es normal, aber danach nicht mehr. Ich glaube, ich nehme sowieso das falsche Band, aber okay. Geht das jetzt? Ich will es nur einmal probieren. Lass mich dahin. Dankeschön. Da wird es wenigstens nicht angezeigt. Der Terminal geht nicht an. Sonst machen wir im nächsten Part weiter, wenn ich es denn geschafft habe, das Video hier zu holen. Aber das ist ja ungeheuerlich. Na komm schon, geh da rein. Na los. Ah. Jetzt geht's einigermaßen besser, warum auch immer. Wir müssen da nach hinten. Keine Sorge, das schaffen wir. So, dann müssen wir hier mal Platz machen. Keine Sorge. Oh, komm schon, nee. Wir können hier noch nichts machen, weil wir zuerst das andere wieder platzieren müssen. Oh, das kleine Rätsel hier. Tut mir leid, dass es gerade so schwierig ist, was zu reißen. Aber ihr seht gerade die Dringlichkeit hier. Und ich darf den Balken nie außer Acht lassen. Wie ich es vorhin fast getan hätte. So, dann können wir jetzt endlich da nach hinten. Oh, 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 das war jetzt knapp. Jetzt wäre ich fast wieder rausgerannt. So, das sind die 80er, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die 90er. Im Moment geht es gerade irgendwie, keine Ahnung warum. So. So. Dankeschön. Cool. Ist, glaube ich, mit meinem rechten Joystick verbunden. Solange ich nur den linken brauche, läuft alles. Wie ihr seht. So ziemlich im Rahmen. Ohne, dass er gleich wieder zurückfokussieren möchte. Oh Gott, ich hab's rausgefunden. Geil. Ja, nie den rechten Analogstick verwenden, ne? Sonst habt ihr gleich ein ziemliches Problem. So, mit K. Ich sollte hier ein Video haben. Hallo? Video? Ich brauche ein Video. Hallo? Wow, das war jetzt knapp. Irgendwie möchte der mir hier nichts geben. Ich möchte hier mal raus, sonst kriege ich selbst Platzangst. Dankeschön. Da ist doch die andere Videokassette. Warum? Kann ich die etwa wieder zu mir nehmen oder was ist mit dem? Okay. Das heißt, wir müssen nach hinten noch. So, warte mal. Ja, dort nach hinten. Easy going. In die 60er.
Nö, jetzt musst du nicht wieder zurück. Tut mir echt leid, für solche Patzer sollte man eigentlich kein Part hochhauen. Ist doch echt zum Kotzen, ey. Wir sind schon bei 35 Minuten. Alleine 10 Minuten praktisch dafür, ey. So. Und dahinter sollte sich jetzt eigentlich der Schalter befinden. Ja, der Stromschalter. Yes. Cool. Jetzt geht der Monitor wieder. Das läuft ja mal sehr cool. Aber was noch nicht cool läuft, ist das Videoband, das wir brauchen, aus den 90ern. So, jetzt können wir es nehmen. Warum es auch vorhin nicht gegangen ist. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Yep, und das wird stimmen, zu 100%. Data ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Robert Mitchell. Oh yeah, damit haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und geriet in das Buch Antiquariat eines gewissen Takeo. Okay. Und jetzt, was können wir hier rausfinden? Zeig mal. Es steht vielleicht einer von den Namen drauf, den wir brauchen. Also vielleicht Lukas? Nö. Steht leider nicht drauf. Dann gehen wir mal runter. Zuerst mal nach hinten. Hier mal das Buch anlugen. Ja, klar. Angucken von Kane. Bewegen Sie die Lupe mit Hilfe der Mini-Stick-Links. Okay. Ja, nee. Das war mal falsch. Aber eigentlich nicht mal so falsch. Denn danach fällt nämlich sowas hier raus. Jo, das war ein Lesezeichen. Deswegen war das gar nicht mal so falsch. Jetzt können wir es nochmal hinlegen. Die Lupe nehmen. Jo, haben wir verstanden. Aber ich denke, hier wird nicht groß was auf dem Titelbild stehen, ne? Außer jemand beschriftet das andere. Also den Titel an sich. Bis jetzt nichts Interessantes. Vielleicht Initialien, also die einen verraten würden, wem denn das Buch gehört. Mit den Initialen kann man ziemlich fies sein bei manchen Sachen. Das hat schon manchen Verbrechern alles gekostet. Hier. Markus Kane. Wenn sie vom Bruder erfahren, ist er am Arsch. Aber hier scheint nichts zu sein, deswegen lassen wir das mal. Wir haben alles erfahren, was wir bräuchten. Jetzt suchen wir nur noch das etwa gleiche Buch. Und dann gehen wir mal zu diesem alten japanischen Kauderwelschen da.
Suchen Sie was? Aha. Du musst mir entschuldigen, wenn ich dir hab warten lassen. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Verrückt! Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Wenn der mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehme ich die Beine unter den Arm. Ich habe beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Meine mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe. Nun, in Wahrheit bin ich bei der New Yorker Kripo. Du, Einwandereramt? Du, mein Geschäft auflösen? Alle Papiere und Familie sind ganz, ganz, ganz legal. Du überprüfen, kein Problem. Okay, okay, relax. Ich will Ihnen doch gar nichts. Kein Untersuchungsbefehl? Dann raus hier. Das ist Privateigentum. Noch dümmer hätte ich mich kaum anstellen können. Können Sie es nicht mal ansehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon. Ja. Aber mir leid tun, ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Vielleicht ich doch kann was für dich tun. Ein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du das Buch finden, dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Weisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich sähe es von einem Videospiel. Ja, das könnte man glatt meinen, aber... Ja, sind wir auch, aber jetzt müssen wir mal auf die Suche gehen nach diesem Buch. Aber inwiefern können wir jetzt das finden? Hallo? Irgendwie komme ich nicht drauf klar. Können wir das unten auf den Tisch legen? Geht das oder nicht? Nö, wir können nur Kanes Buch angucken. Alter Kauz, hast du noch irgendwas zu sagen, du alter Hund? Nö, hast du nicht. Na dann, geht es mal in die oberste Etage, denn ich glaube, in der untersten war es nicht. Das gibt es noch ein Rätselspiel. Ha, könntest du mal hoch? Musst dich nicht immer im Kreis drehen. Das ist nicht gerade cool. Oh Gott. Und dann noch so viele Bücher, Leute. Ich glaube, ich kotze im Strahl. Und dann wird einem auch hier nichts angezeigt. Die wollen tatsächlich, dass wir dem ein Buch holen. Die ist nicht schwierig, aber einfach mühsam, würde ich mal behaupten. Aber irgendwie, müssen wir wohl ein Buch ablegen oder was, dass wir irgendwie ein anderes Buch mitnehmen können oder was. Das heißt, nochmal runter in die unterste Etage, ab zum Tisch, können wir das Ding drauflegen. So. Nö, lass es einfach drauf, Alter. Nö, ja, genau. Dankeschön. Danke vielmal, dass du das Buch jetzt auf die Seite getan hast. Dann können wir nämlich jetzt ein neues Buch holen. Und müssen hier nicht nur
rauf gucken. So. Nochmal hoch in die oberste Etage. Hier oben. Wenn das Buch, das Sie suchen, hier nicht ist, dann gibt es das wohl auch nicht. Wir versuchen es einfach mal mit dem Buch und bringen es dem alten Kauz. So viele gibt es ja hier wohl nicht abzuklappern. Also von daher sollte es auf jeden Fall eins derer sein. Danach hören wir aber auf, glaube ich. Vielleicht auch schon gleich. Jetzt mal gucken, was er sagt. Okay, hier ist das Buch. Ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Oh Mann. Das falsches Buch. Da das jetzt eine längere Session geben könnte, werde ich hier mal fröhlich beenden mit dieser komischen Aussicht. Aber ey, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Fahrenheit. Tüdelö.